Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Brave Frontier. Und wie ihr seht, ist es jetzt wieder auf BlueStacks. Ich habe nämlich keine Lust mehr gehabt, diese ganze Asynchronitäts-Kacke via Air-Server zu haben. Deswegen habe ich mich kurz entschlossen, zurück auf BlueStacks zu wechseln. Was jetzt natürlich wieder performancemäßig wesentlich schlechter ist. Aber das muss man dann leider hinnehmen. 10 FPS habe ich hier gerade. Und es dauert Ewigkeiten, bis ich was kriege, alles. Das reicht also erstmal alles zu bekommen. Zu senden habe ich jetzt keine Lust. Das nur wieder noch länger dauert. Ich hatte gerade eine 100 gehabt beim Beschwören, hast du das gesehen? Na, 100. Ja, aktuell ist dieses Event mit der Lichtrate erhöht bei den Beschwörungen. Gut. Beim letzten Mal, weiß gar nicht, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wahrscheinlich wieder gequestet. Und in diesem Part wollte ich eigentlich mit euch den Wirbel-Dungeon, den Dings machen, dieses Miracle-Totem. Ich weiß nicht, ob der Dungeon gerade da offen ist. Heute haben wir schon den, muss ja gucken, ob das noch geht. Ob das Event noch läuft aktuell. Denn irgendwie einige Tage lang konnte man, genau, da ist es noch, von Totem-Einheiten wimmelnd. Und da ich jetzt wieder auf Android zurückgewechselt bin, habe ich keine Gems mehr drauf. Null. Das heißt, die 17 oder 18 Gems, die ich da sonst hatte, musste ich dann irgendwann mal später wegmachen, wenn mal wieder sich was lohnt. Am besten dieser Gottesbaum Eltree. Damit ich ein bisschen bessere Heilung kriege. Close ist nicht ganz so toll. Close ist da nicht wirklich ganz so toll. Wunderruinen Level 4. Der Tempel ist einem Gott gewinnt, der die ultimative Kraft eines herauslocken kann. Die Kraft, Götter zu besiegen, erwartet dich tief im Inneren. 50 Energie, was nicht gerade wenig ist. Und ich wollte gerne den Todesmagress mitnehmen, genau den hier. Ist ja schon Level 100, richtig nice. Brecher. Ich würde sagen, nehmen wir gleich mal mit. Und was kann man sonst noch mitnehmen? Tränke haben wir aufgefüllt? Ja, ich glaube schon. Ja, dauert alles. Ne, alles leer. Dauert halt ein bisschen länger. Aber ich glaube, das ist besser, weil ich habe gesehen, bei der einen Folge war mega asynchron, was eigentlich überhaupt gar nicht hätte sein dürfen. Ich habe es zumindest nicht asynchron gesehen und auch nicht gehört. Aber das war schon wirklich zu viel. Gut, ich werde die Quest komplett mit euch machen. Wir haben Reese dabei, Rickle, Heilerin, Aisha, Kikuri und den Todesmagress. 50 Energie ist nicht gerade wenig, das ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Und dann schauen wir mal. Okay, Heilerin zuerst anscheinend. Unheilige Magress, ich finde den so geil. 7000 Leben. Ich habe bisher noch keine andere Einheit gesehen, die so viel Leben hat. 7000. Ich will mal ganz kurz Priesterin Marith killen. Ich finde es ja interessant, dass der unheilige Magress, der dunkel ist, eine Schwäche gegen Priesterin Marith hat. Das ist sowas von buggy gerade. Bam! Der ist... Eigentlich kann jede Einheit nur ein Element haben und nicht zwei. Schon sehr, sehr merkwürdig gerade. Wahrscheinlich wird das nur ein Anzeigefehler gewesen sein. Da stimmt, dass der Anzeige... die Element-Vor- und Nachteile stimmen hier. Es ist wie ein Zeitlupe. Wenn man einmal auf dem Tablet gespielt hat, ist es wie ein Zeitlupe. Ich werde mal ganz kurz heilen. Die macht mir dann doch ein bisschen zu viel Schaden an meinem Rickle. Hm. Okay, auf Claris ist in Ordnung. Auf die darf er gerne raufgehen. Wahrscheinlich auf Rickle. Nein, doch nicht. Ach so, Freeze, klar. Haben wir zwei Was-Einheiten. Schon wieder ganz vergessen. Ja, das Miracle-Totem soll sehr, sehr stark sein. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Weil 50 Energie zu verschwenden, das wäre echt ärgerlich. Ich habe schon mitbekommen, es ist sehr, sehr stark. Also gehört, die Leute meinten, ja, es ist sehr, sehr stark. Ich weiß gar nicht, ob der unheilige Magress überhaupt den Super Brave Burst jetzt benutzen kann oder aufladen kann. Was sieht schon wieder so aus, als ob er beim Brave Burst gekappt wird. Ich weiß noch nicht, wie die... Warum? Ne, geht wieder nicht. Ich verstehe das nicht. Manchmal habe ich den Super Brave Burst verfügbar und manchmal nicht. Also er ist ja mein Freund eigentlich. Das ist auch die 6-Sterne-Einheit, das sehe ich auch. Trotzdem hat er keinen Super Brave Burst. Warum nicht? Hm.
Eine sehr gute Frage. So, Ebene 3. Himmelshaar Athena. Keine Ahnung, was das sein soll. Himmelsheiliger Athena vielleicht. Scheint sehr viel Leben zu haben. Nicht cool. Na, obwohl, geht eigentlich. Brave Burst. Es ist eine Lichteinheit. Ist also gegenüber unheiligem Aggress und unsere Kikuri im Vorteil. Ich habe übrigens auch mal in letzter Zeit den Brave Burst gelevelt gehabt. Kikuri ist gerade Stufe 7, soweit ich weiß, und Klaus ist Stufe 2 oder 3. Ich habe es noch nicht allzu viel geupgradet gehabt. Bisher noch nicht so viel Zeit und so viel Lust gehabt, zu Items zu farmen. Was heißt Items? Hier Einheiten. Und also für Clarice wurde mir auch mitgeteilt, beziehungsweise unter dem Brave Burst Video, soweit ich was mitbekommen hatte, dass wenn ich Clarice mit Clarice fusioniere, die Chance doppelt so hoch ist, die eine Stufe weiter zu kriegen, was natürlich unglaublich geil ist. Wo ich mich natürlich freue und dann denke auch Clarice farmen werde. Also die gleiche Einheit in die Einheit verschmolzen und du kriegst erhöhte Chance, deinen Brave Burst zu leveln. Aber das muss ich dann später nochmal nachgucken. Ich weiß noch gar nicht, wo ich überhaupt Clarice kriegen kann. Böser Brave Burst. Aua. Der hat noch was gegen Kikuri. Habe ich so minimal die Befürchtung. Könnte aber daran liegen, dass sie eine dunkle Einheit ist. Aber Clarice heilt schon entgegen. Kein Ding. Clarice heilt unser WWchen. Südkreuz. Berlin-Südkreuz. Jetzt lass doch mal Kikuri in Ruhe. Was ist falsch mit dir? Er hat doch geschluckt, der Typ, ey. So, mal ganz kurz das hier noch wieder benutzen. Kriegen wir bestimmt in der Runde noch dann wieder aufgeladen, hoffentlich. Also ich würde auf jeden Fall gerne mit vollem Brave Burst in die Gegend, ins letzte Dings reingehen. Kann nicht schaden. Und der macht unglaublich viel Schaden. Das ist Wahnsinn, ey. Jetzt muss ich schon Items davor benutzen. Ja, komm, noch ein paar mehr Brave Burst, bitte. Am besten tötest du noch einen. Klaus darf auf keinen Fall sterben. Wenn die down ist, dann kann ich das, glaube ich, gleich vergessen. Gut, Himmel, 3 Heiltränke muss ich leider ausgeben, dummerweise. Vielleicht hätte ich mir den doch sparen sollen. Da ich ihn jetzt eh besiegt hätte. Okay, wir haben noch eine Stufe vor uns. Ich hoffe mal, dass die Brave Burst mich dann aufladen. Ja, okay, kann ich wahrscheinlich vergessen. Das sind Hardcore-Gegner, die sind riesig und deswegen würden die auch wahrscheinlich stark sein. Was haben wir da noch? Hurungir. Kabam, bam, bam. Okay, Geoschiff Clarus ist kein Ding. Die hat er eh einen Guard-Modus an. Soweit ich sehe, ist die Kiste nicht am Wacken, das heißt, keine Mime ist da drin versteckt. Können wir sie also aufmachen. Rhys und Rickle brauchen noch ihre Fähigkeit. Ich glaube, die kriege ich nicht mehr hin, wa? Ganz geil wäre es, wenn Rickles hätte. Ich weiß gar nicht, ob das mögliche Totem überhaupt verwundbar ist gegen Schwächungseffekte. Aber wir sind jetzt bei der 5 angekommen. Nach 8 Minuten 45 Sekunden. Das Wundertotem. Ich würde gerne hier noch eine Heilung draufsetzen. So, Heiligen Magress, die denke ich mal, die überlebt es noch eine Weile. Clarice, weiß ich nicht, soll sie angreifen, verteidigen? Ich lasse sie mal verteidigen. Zur Sicherheit. Ich habe im Brave Burst, im Brave Frontier Wiki, ich bin ja neugierig immer. Auch früher schon mal gesehen, also es ist jetzt nicht deswegen gewesen. Eigentlich habe ich das komplette Wiki studiert gehabt. Habe ich gelesen, dass der 180.000 Leben hat. Okay, es reicht für Angriff reichen pro Runde, danke. 180.000 Leben. Und ich habe gelesen, er hat unglaublich viele Brave Bursts. Das heißt, gegen jedes Element hat er Brave Burst ready. Das heißt, egal welche Elemente du mitnimmst, du bist am Arsch. Ich würde gerne hier nur eine Heilung benutzen.
gerne auch mal Verteidigungstränke auf meine besonderen Einheiten. Das Wundertotem ist sehr, sehr tanky. Es hat 180.000 Leben. Oh, ich kann auch mit Heiligen Magas angreifen. Bäm! Oh, 1200 Schaden. Ja, weil es dunkel und dunkel gegen Licht ist, ne? Au. Der macht minimal viel Schaden. Ah, weißt du, was ich vielleicht vergessen habe, als Trank mitzunehmen? Diese BB-Tränke, diese Fuji-Tränke. Kennst du die noch? Die den Brave Burst instant auffüllen. Da hätte man vielleicht Clarice ihre Heilung noch ein bisschen pushen können. Weil ich weiß nicht, wie oft ihr den Brave Burst benutzt. Weil es scheint ja gegen jedes Element effektiv zu sein. Lächerlich. Komm, Clarice greift jetzt auch mit an. Die 113 Angriff oder so, die sie da hat, die brauche ich auf jeden Fall noch mit dazu. Ich hoffe einfach, ich gewinne. Weil 50 Energie jetzt verschwendet zu haben, das wäre nicht ganz cool. Okay, gegen sie, ihn. Ja, sie ist schon Aisha, schon richtig. Irgendwie merke ich gerade, ich habe fast nur Frauen in meinem Team, oder? Rick ist der einzige Mann in meinem Team. Ansonsten sind alle Frauen. Unheilige Magress, wahre Gott Kikuri. Nein, das gibt's doch nicht. Deswegen hasse ich Blue Stacks. Es übernimmt meine Aktion teilweise nicht. Jetzt hat Reese ihren Brave Burst nicht benutzt. Was sehr... Au. Was sehr fatal sein kann. Au. Alter, wenn du jetzt irgendjemanden tötest, dann bring ich dich um, du Scheiß. Ja, komm. Ernsthaft, das ist so lachhaft, dieses... Okay, lass mal Kikuri sterben. Das ist so lachhaft, der Schaden von dem... Okay, ich denke mal, dass ich eher Rickle oder sowas wiederbeleben würde, statt Kikuri, weil Kikuri wird halt getötet instant. Die kann noch nicht viel machen. Ah, es ist langweilig, wenn der Gegner jedes Mal nur AOE Brave Burst hat und 3 bis 4 Stück in der Pro-Runde einsetzen kann. Das ist das eine Starke. Die Einheiten sind nicht stark, die spielen einfach nur unfair. 180.000 Leben und, ja, komm, der wird ja sowieso töten, selbst wenn sie im Guard-Modus ist, würde er sie töten. 180.000 Leben, kann jeden angreifen und das 4-mal mit einem Brave Burst pro Runde. Logisch, dass man da natürlich irgendwann ins Stocken kommt und die nicht mehr besiegen kann, ohne halt das ultra-perfekte Master-Team zu haben. Ich hätte auch noch 7 Hochheilungen. Das ist lacher, 4 Angriffe pro Runde. Vielleicht können wir ihn dennoch besiegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mein Team so alles kann. Und so wird das wahrscheinlich noch 10 bis 20 Runden dauern. Und bis dahin... Weißt du, Explosion dürfte eigentlich gar nicht so viel Schaden bei Rickle machen. Macht es aber dennoch. Oh man, vielleicht Unheilige Magress könnte uns den Arsch retten. Also es kann auch Ewigkeiten dauern, es kann so weitergehen. Und nächste Runde kann ich auf jeden Fall mal unseren Kleidruck... Ja komm, das greift er direkt instant die an, weißt du? Kaum ist jemand aus dem Defense-Mode raus, greift jetzt nur noch sie an. Okay, es heißt, lohnt sich auf jeden Fall den Brave Pass von Clarice einzusetzen. Glücklicherweise kann sich das Totem nicht heilen. Das wäre ja noch assiger. Er macht so abartig viel Schaden, dieses dreckige Totem. Okay, Rickle ist tot, erscheint noch ein Brave Burst, wa? Ne, mal nicht. Ah, die brauchen auch noch. Ich habe eine Wiederbelebung, 2 Gotteslichter noch. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Es wird sehr, sehr, sehr knapp. Und ich glaube, gegen Ende wird das Viech... Ja, mit dem... Jetzt ist, man merkt schon, am Anfang hat er... Warum kriegt denn Rick so viel Schaden, Mann? Ja, was ist falsch mit dir? Warum kriegt Rick wirklich so viel Schaden? Ich verstehe es nicht. Natürlich hat er nicht allzu viel Grunddefense, aber so viel... Kann ich nicht wirklich verstehen.
Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber es war bestimmt irgendwas Flamiges. wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Das sind noch locker 4 bis 5 Runden. Ach genau, was ich sagen wollte. Am Anfang hat er kaum Brave Burst benutzt, nicht wahr? Und jetzt benutzt er fast nur noch Brave Burst pro Runde. Das heißt, je länger man kämpft, desto schwerer wird es. Habe ich das Gefühl zumindest. Und er macht so kranken Schaden. Okay, kann man Rickle heilen. Also ich... Mir wurde schon gesagt, dass das Wundertotem extrem schwer ist. Aber so schwer. Vor allem, um eine einzige Einheit zu leveln. Wir würden dann gerade mal Donner-Elsie hochkriegen, weil ich würde erstmal gerne Donner-Elsie hochmachen. Na, nicht töten, bitte. Und dann erst... Ich würde auf jeden Fall noch den Magress holen. Durch den Dungeon. An der 16 Minuten geht dieser Part schon. Ich kämpfe nur in diesem einen Dungeon. Und da Magress erstmal zu holen, aufzuleveln und dann noch ein Miracle Totem zu killen, das wird sehr, sehr hart. Au. Au. 1600 Schaden auf meine Clarice. Au. Gut, ich hoffe, das Wundertotem ist tot. Gott sei Dank. Kriege ich das eigentlich hundertprozentig oder ist auch nur eine bestimmte Chance, das zu kriegen? Man bekommt es. Eine mega rare Einheit, Gott sei Dank. Ich will diesen Dungeon nicht mehr machen. Er ist so schwer. Alle Items benutzt. Vor allem, es ist ja nicht günstig, so eine Gotteslichter und... Okay, Wiederbelebung noch nicht benutzt. Nein, später. Ah, super, wir haben sogar das Level bekommen. Energie plus 1 und Preis plus 1. Das ist sehr nice. Oh, 3 Gotteslichter wiederbekommen. Das ist gut, dass ich den, als ich ausgegeben hatte, wiederbekommen habe. Und da ist es. Ich habe die Macht aller heiligen Dinge. Brauchst du das, Beschwörer? Die Macht, Götter zu besiegen? Das Wundertotem. 5000 HP, 1000 Angriff, 1000 Verteidigung und 1000 Erholung. Und ich habe einen Gen bekommen, meinen ersten Gen auf dem Android-Gerät wieder. Yay! Alter, ist das schwierig. War das heftig, ey. Dieses hässliche Mistvieh. Ich glaube, ich werde es gar nicht fusionieren. Ich werde es einfach nur als Andenken benutzen. Was ist das hier? Das Wundertotem ist sieht genauso aus wie das Lichttotem. Ah ne, es ist ja noch farbig an den Ärmeln und so weiter. Aber es sieht fast so aus wie das. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht das Falsche fusioniere oder so. Jetzt habe ich aber theoretisch das und könnte jetzt, wenn ich Essie entwickeln würde. Da haben wir das Wundertotem. Es fehlt mir noch ein Donnerdings und eine Donnernymphe, also ein Donnergeist und eine Donnernymphe. Dann könnte ich Essie entwickeln. Ja, aber das mache ich jetzt, glaube ich, noch nicht so schnell. Ich ruhe mich jetzt erstmal aus von meinem Sieg gegen das Wundertotem. Wir sollen uns im nächsten Part von Brave Frontier wieder gucken, was wir dann machen. Erstmal wahrscheinlich ein bisschen Questen, die Energie ausgeben. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Part von Brave Frontier. Bis dann. Bye, bye.